Das Bremsenwartungsgerät KS5 kommt mit folgenden Ausstattungsmerkmalen. Ich habe zum einen eine Stromzufuhr mit einer Länge von 4,5 Metern, habe einen Befüllschlauch mit einer Länge von 3,5 Metern. Im vorderen Bereich befindet sich eine Schnellkupplung, wo halt verschiedenste Adapter angeschlossen werden können. Bereits im Lieferumfang ist der E20 Adapter enthalten. Dann hat das Gerät im hinteren Bereich dann die Aufnahme für einen Standard 5 Liter Bremsflüssigkeitskanister. Hier wird dann über diesen Konus die Verbindung hergestellt und die Schläuche befinden sich dann in dem Kanister. Die Ansaugung ist beschwert unten, dass sie halt immer in der richtigen Position bleibt. Vorne dann im Bedienelement haben wir einmal einen Ausschalter, haben dann einen Druckregulierer. Hier kann ich den Arbeitsdruck einstellen zwischen 0,5 und 3,5 Bar. Habe dann natürlich passend dazu auch ein Manometer und um den ganzen Vorgang dann zu starten, auch noch den Startknopf.